Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt. Wir spielen What Remains of Edith Finch. Das ist ein Spiel, das ich bei einer Recherche zu einem Entwicklerstudio gefunden habe, was eine richtig tolle Story haben soll, hat mehrere Awards gewonnen und das schauen wir uns mal an. Die Beschreibung ist, du spielst Edith und erkundest die gigantische Haus der Finches auf Suche nach Hinweisen, die dir die Vergangenheit deiner Familie offenbaren und die Frage beantworten, warum du die einzige noch lebende Finch bist. Mit jeder Story, die du enthüllst, erlebst du das Leben eines weiteren Familienmitgliedes am Tage seines Todes und damit Geschichten aus ferner Vergangenheit bis in die Gegenwart. Es ist so ähnlich gemacht wie SCP Secret Files. Und mal schauen, wie das wird. Ist schon ein bisschen älter. Was bist du, dass ich tue? A lot of this isn't going to make sense to you. And I'm sorry about that. I'm just gonna start at the beginning with the house. Okay. Also ich habe null Back-Info zum Spiel. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Okay. Sieht interessant aus, das Haus, so wie auch die Blumen hier. Cool. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Man muss effektiv mit der Maus rauf und runter gehen. Ja, es hat hier schon lange keiner mehr angesehen. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Okay, wir haben auch Videoüberwachung. Das sieht schön aus. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Die Finches, da geht's runter. Und da der Weg. Ich gehe den Weg hier mal entlang. Okay, mit Shift ist zoomen. No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoofprints. Hufspuren. Wo denn? Oh. Also man merkt es vielleicht so ein bisschen an der Grafik, dass es nicht mehr ganz taufrisch ist aus dem Jahre 2017. Even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Hat schon ein bisschen was. Wurde mehrmals erweitert, so wie es aussieht. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Ja, vielleicht mit ein bisschen Arbeit. Was ist das da? Es sieht aus wie so ein Haus, das man sich nur im Traum irgendwie ausdenkt. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Unheimlich. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Warum denn? Ich weiß auch nicht, inwiefern wir hier Horrorelemente haben werden. Aber jetzt, wir lassen uns einfach mal überraschen. Okay, eine Rampe. Ob da jemand im Rollstuhl gefahren ist? Erstmal ein bisschen umsehen hier. Missing. Milton Finch. Oh, der fängt schon mal gut an. I asked Edie once about the dragon in the pond. She said it had killed her husband. I was six. It seemed like an odd joke to me, even then. Okay. Es ist vermutlich so eine Art Wasserrutsche mal gewesen.
Vielleicht irgendwie am Haus angeschlossen. Probieren wir es doch mit dem Haupteingang. I hope the key might unlock the front door. It didn't. Was haben wir hier? Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. Okay, also entweder ist jemand sehr altes hier noch gewesen oder mit Behinderung. Da ist auch dieser Treppenlift. Potting Mix. Gut, Nebeneingang. Ja, so. Haben wir noch ein Auto? Ah, das mit dem Ball. Das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee, damit du da ja nicht zu weit fährst. Oh, und wir hatten einen Fischer. The power had been turned off the night we left. For the first time in years. 2010. I felt like I was home. Okay. But instead of a family, there were just memories of one. Oh, hoffentlich habt ihr das jetzt nicht im Video gehört. Ich musste mal kurz niesen. Oh, Apple Pie. Like how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Oh, ich mag das ganz gern, aber klar, ich kann schon verstehen, wenn es dauerhaft hier drauf ist. Or how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Okay, da gibt's doch mehr. Ich hätte zum Beispiel bei mir gerne einen Griechen, aber es gibt keinen Griechen, der liefert. The table was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Und warum seid ihr alle gegangen? Vor allem so hutig? My mom was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. Hm. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it. Like a smile with too many teeth. Ja, vor allem zu viele Bücher, aber oh geil. Oh, die Aussicht. Kann ich da irgendwo raus? Also ich würde versuchen. The fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house after it sank. Versunken. Okay. Was ist das hier? Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Okay, gehen wir davon aus, es kommt auch noch so Durchgang. Und da wurde versucht einzupacken, I guess. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Hm. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Okay. Was ist da drin, dass man das hier so zumachen muss mit Bauschaum? Okay. Ja gut. Dann nach oben. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Hä? Die Logik verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber okay.
sollte man das... Das ist ein echtes Bild. Okay. Jeder ist da wohl ein bisschen anders, ne? Da ist offen. Das ist auch zu. Ich finde sowas eklig. Also im Museum okay, aber in Wohnungen... I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Sieht aber... Oh, geil. Das ist eine coole Idee. Ja, warum auch nicht? Passt nur irgendwie nicht so zum Unterwasser-Setting, aber das ist solo. Könnte ich mir jetzt bei mir auch vorstellen. Louis told me there were secret passages, but I never believed him. Und warum sperrt man dieses Buch zu? Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Ah, okay. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Ich hätte es vielleicht ein bisschen anders gemacht und nicht mit dem Buch. Aber okay, bevor ich das mache, möchte ich mich hier im Haus noch umsehen. Ja, okay. Auch versiegelt. Edie's father Odin built the original house. Okay. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Gut, dann... A friend Bigfoot. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Hm. Und auch noch Filmstar oder Theaterstar. Dann schauen wir mal rein da. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. But I had no idea what was behind that door. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Uh-huh. I grew up looking at Molly's room through the peephole. This is Guckloch is being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Ah, wie süß. Ja, okay. Oh, schönes Zimmer. Okay. Wollen wir mit der Tür hier was machen? Nee. Ah, da. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Okay. Rennmaus wieder. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Ah, okay. Die Tür hier? Ach so, das ist einfach nur... Okay. I kept eating and eating. Ne, bitte nicht. Ah. Warum? I ate a lot of things that night. Ich glaube, du wirst so richtig schöne Magenschmerzen haben. Then I heard chirping outside my window. Oh. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly... Was zum... I was a cat. Was?
Okay. Okay. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Das ist ja mal ziemlich schräg. Okay, wie komme ich jetzt dahin? Und vor allem, ich schnur ja auch noch mit dazu. Ach so, rüber, okay. Sag mal, Birdie. I jumped and I almost got her. Die Sau. Oh, cool, Baumhaus. Hier rauf. I could tell she was getting really tired. Okay, da rauf. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. Wow, das ist ja schon ein bisschen brutal. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Okay. Ah, da hinten. Alter, wie krass. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Die Kleine ist ein bisschen schräg. Und das, was hier passiert, ist a mama rabbit. Oh man. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Was zum? Was geht denn hier ab? Was? Okay. Also mit Leertaste mache ich die Ding. Ja, okay. I rolled off a cliff and into the ocean. Now I was hungrier than ever. Ja. I wanted fat, juicy seals. Nein, da oben. Aber jetzt komm. I tore off her flipper and it tasted really good. Ja, und jetzt? Ich glaube, sie hat einfach einen sehr lebhaften Traum. Oh, da. Grabbed on tight. When I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Was bin ich? Now I was a monster and I smelled people everywhere. Was zum? Mir fehlen gerade wirklich die Worte.
Okay. It was big, but I knew it was real quiet. Okay. I wanted to stop, but also I didn't. Okay, dann ab zum Captain. Oder zu ihm hier. Ja, also die Kleine hat ganz guten Hunger, glaube ich. Wo ist er? Da ist er. After the last passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. Okay, wir sind immer noch ein Monster. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Das gefällt mir, das Spiel. Also kreativen Story. Oh, warte mal, ist das jetzt. Oh. Das ist jetzt unser Haus hier. I got closer and closer. Ja, dann werden wir wieder mal anfangen. Was meine All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Ich habe so viele Fragen. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Warte mal. 1937 bis 1947. Das sind schon nicht die gleichen Daten. Edie sind wir ja selber. Okay. Ja, machen wir wieder zu. Also. Katze. Okay, mir jetzt selber. Okay. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. Ja, okay. Das sind einfach nur... Soll das so eine Art Schrein sein? Die vergangene Haustiere? Ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen too much. Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery.
His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Okay. Warte mal, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Hallo? Ach so, okay, ich muss einfach zurückgehen. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Ach, und das wollen wir jetzt also finden. Diesen Fluch, I guess. Es ist auch süß. Was haben wir hier noch? VHS-Kassetten. Mole Man Beneath the Finch House. What? Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch House. My mom was furious. Edith Lee Trip. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Ja, es war halt schon irgendwie Drache, was Edie wants go. One summer they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. So. Warte, ich muss mal ganz kurz was nachschauen. Ich bin gleich wieder bei euch. So, schon bin ich wieder da. Was Bild 1937. Ivan Finch. Ja, bitte entschuldigt die kurze Unterbrechung, aber da hatte ich ein kleines Tonproblem. Jetzt sollte aber alles wieder gut sein. Okay, schauen wir mal. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Okay. The das only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. Ja, das ist nicht unbedingt mein Fall. It was a pretty big trace. Ja, das kann man wohl sagen. Okay. Noch ein Secret. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Wow. Oha. Es sieht aus, als wären hier... Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Ich wollte gerade sagen, so ein Entwicklungsraum mit Rotlicht. Kann man machen hier drin, ne? Okay. Ich mag das Haus. Hat schon was. Aber es ein bisschen quirky ist. Ja, von solchen Fotos halte ich jetzt nicht sehr viel. Da ist die Kamera. Und 5 Millionen Fotos. Aber... I knew Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. Ah, ich muss schon sagen, wirklich cooles Kinderzimmer. Da kann man neidisch sein. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Okay, cool. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.